Willkommen zurück! Scheiße. Oh. Tut mir leid. Mein Herz. Es geht weiter mit... Jetzt hast du meinen Gag versaut. Ich würde ihn auch gerade zum Platz nehmen. Weg damit. Du musst spielen, Nick. Komm, leg das Ding weg. Folge 3, großes Geburtstagsspecial, 150 Tage Spielkinder und 24 Jahre Ende. Scheiße, schade. Ich muss kurz den anderen hier greifen. Wir spielen jetzt... In Anlehnung an unseren lieben Freund, der uns gerade Bomberman besorgt, Nerd Raider, wie er auch heißt, oder auch Fabian, manche kennen ihn auch als Fabian. Wer? Nerd Raider. Fabian. Wer kennt ihn als Fabian? Ich. Ich? Nein. Haha. genau, er besorgt uns gerade Bomberman, ist hoffentlich bald wieder da. Oh, mein Stresslevel. Karin, alles so gut. Ganz gut. Ach, das war nur ein Luftballon. Ja, ich bin heute auch ein Luftballon. Karin, ich bin heute auch um ein Jahr älter geworden. Ja, du bist jetzt auch ein bisschen gealtert. Da wachsen die ersten grauen Haare gerade. Ist nicht so schlimm. Man fühlt sich so alt, wenn man diese Spiele spielt und weiß, man hat die auch schon irgendwie früher gespielt. Geht dir jetzt nicht so, aber. Oh, so, ich hoffe, ihr habt euch alle erholt von dem Schock. Schatz, wo bist du? Wie stark ich an. Ah, ich muss mich nochmal neu schminken. Ich bin abgerutscht und sehe aus wie Joker. Ah. Okay. Wie springe ich? Da springe ich. So. Nein. Achtung, Achtung! Ja, Gott sei Dank. Ja. Mensch. Ja, wir hatten irgendwie jetzt plötzlich spontan Lust, Indiana Jones zu spielen. Auch wenn man das nicht zu zweit oder so spielen kann oder zu dritt. Nee, aber wir machen das Gott auch. Gott sei Dank. Egal. Nicht. Möchtest du nicht? Für mich wäre das nichts. Du spielst doch gar nicht so schwer. Kann man den Leuten auch auf den Kopf hüpfen? Ja, aber ich glaube, dann verliert man selber Leben. Also kann man ihn nicht auf den dann Kopf hüpfen. Dann verliert Mützen. Oh, ja, der ist gerade verloren. Einer hat verloren. Hüte. Kopfbedeckung. Danke, Nick. Danke. Bitte, gerne. Hat ja super geklappt. Naja, es war versucht wert. Naja. Party, komm, ich will. Oh. Partystimmung. Ah, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Und ich bin runtergefallen. Loki, hilf mir! Ja. Ich bin jetzt innerhalb von ein paar Minuten zweimal gestorben. Das ist nicht so. Ja, komm, versuch's noch ein letztes Mal. Genau, und dann aber auch. Und dann lassen wir das für immer. Dann werden wir dieses Spiel vergraben, sodass nicht mal Nerd Raider es wiederfindet. Du musst dich bücken und die Dinger kaputt hauen. Kann ich die kaputt hauen? Ich weiß es nicht, probier's doch mal. Nee. Verdammt, ich hatte gehofft, dass mein Tipp stimmt. Aber ich bin hier nicht gewirkt. Ach, das tust du doch nie, Dennis. Komm, einmal was Nettes. Da hat man schon einmal im Jahr Geburtstag. Ah ja. Die Musik ist übrigens voll nervig. Sterb. Wenn man die ganze Zeit hört, sterb. Läuft die schon gleich bei uns im Hintergrund. Ihr habt Glück, dass ihr sie nur 4 Minuten hört oder so? Oder 5? Wir haben sie heute schon 1 Stunde oder so gehört. Ach, Kabel übertreiben. Es kommt dir wie 1 Stunde vor. Es Ja, wusstet ihr, dass Indiana sonst nicht schwimmen kann? Ja, dann gib mal noch deinen... deinen kompletten Namen ein. Deinen kompletten Namen bitte ein. Mit drei Buchstaben. Nur 3 Buchstaben. Jetzt wird's interessant. Das will ich sehen. Ja, sehr gut. Gut, Nick. Gut, weiter so. Schatz. Gehst du jetzt nach unten? Mit Y, dann, komm. Was passt du denn? Mit YX. Nix. Da, ich hab's I gefunden. Oh. Hast du das I gesucht? Ja, du bist ja auch kein Germanist. Also, ja. Du musst das nicht können. Hier, nehme ich. Nick, nimmst du C oder K? Ja, ist schwierig, ne? Viel schwieriger als das ist es, große Erfolge zu feiern in Let's Plays. Boah, Überleitung aus der Hölle. Ja, nein, ich brauche jetzt, glaube ich, auch ein paar Erfolge nach. Genau. Lassen wir uns ein bisschen von unseren eigenen Erfolgserlebnissen, also unseren Selbstschulterklopfern sozusagen. Genau. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen, dass der hier... I know you here, also von daher...
Oh. Also, Dennis, dafür Respekt. Jetzt lass, oh, der schlendert aber. Wollte schon sagen, was ist denn das für ein Notarzt? Hey, Alter! Hallo, da unten! Der könnte dann einfach, wenn du um die Ecke gehst, um... Ah! Da ist er schon! Oh, es wird grau. Ah! Gleich macht er was, wenn du weggehst. Nee, komm, ich muss ihm, glaube ich, helfen. Na, komm. Der cheatet sich hier aber auch durch den Arbeitstag, ja, oder? Ja, und dann kann man nämlich auch das Kunststück erschaffen, mit 4 Steinen dieses Spielchen. Ja, ich hatte ja aber wirklich jetzt keine Chance mehr, da noch irgendwie was zu tun. Jetzt rückwärts, aber nicht die Treppe runterfallen. Das ist super. Nein! Du hast ihn falsch geschoben. Oh Mist. Ja, und ich würde sagen... Wir fahren erstmal zur Straße. Wir fahren zur Straße, parken da kurz und dann... Und dann machen wir Pause. Guck mal, jetzt läuft erst die Zeit. Weißt du nicht. Willkommen zurück! Guck mal! Alle jung und gut aussehen. So wie, nein, guck mal, da links, da ganz links sind ältere Leute. Aber die sehen auch gut aus. Die sehen aber auch gut aus. So, und jetzt läuft er nämlich rüber. Ich sag's doch, du darfst nicht oben stehen. Doch, doch, er sieht mich nicht. Klar sieht er dich, es ist hell. Nein, er sieht mich nicht. Guck mal, jetzt springe ich hier rüber und dann... Was? Wobei ich mittlerweile auch schon Übung daran habe, die Dinger in den Luft zu katapultieren. Das ist so albern, oder? Den zweiten Fall rein. Jetzt kriegt er Besen. Ja, 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 ja. Ja! Oh, großartig. Endlich. Yeah, mega Explosion. Da kommt sie den Besen endlich raus. Das sieht komisch aus. Was hat er jetzt noch? Oh nein! Nicht die Ballade! Sie ist ein guter Kaliumlieferant! Rip is small. You're small. Deine Mutter ist klein. So, und was ist jetzt da oben? Na, da ist nichts! Hau weg! Schön! Glückwunsch! Guck mal, wie viele schöne... Besser. Du bist so gehässig, nur weil ich mal was bin falsch gehässig, gemacht habe. Ich sag nur die Wahrheit. Ich bin der Karotte. Jetzt übertreibt es auch gerade ein bisschen, oder? Oh. So komisch. Das ist so gut. Spring, weißt du auch, wo es ist? Ja. Wenn das jetzt klappt. Und linker Trigger. Ja. Okay. Go, Dennis! Also Dennis, was war denn eigentlich jetzt so, jetzt haben wir die alle gesehen, unsere größte Erfolge, die du so ausgesucht hast, wie alle. Was war denn dein persönlicher größter? Sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, Luki hilft mir ja nicht. Mein größter Erfolg ist natürlich, dass ich so viele nette Freunde gefunden habe. Das glaubt dir keiner, das ist sein. Entschuldigung. Lass es sein. Mein größter Erfolg war tatsächlich, dass ich das gleich in der ersten Folge Staffel 2 DayZ ein Auto gefunden habe, was mir tatsächlich in 20, 30 Stunden DayZ vorher nie gelungen ist, die ich alleine gespielt habe irgendwie im Internet mit fremden Leuten. Nie ein Auto gefunden. Gleich erste Folge mit euch beiden, mit Norbert und dir, gleich ein Auto gefunden. Total super. Was sagst du, Karin? Mein größter Erfolg war natürlich, dass wir die Gipfelfahne gefunden haben. Die Gipfelfahne, damit wir eigentlich jetzt auch auf Aufbruch Bayern. Aufbruch Bayern. Nein, das war richtig schwer, da musste man immer geradeaus rein. Ja! Also als ich es mir angeguckt habe, sah es auch wirklich schwer aus, dieses Spiel. Echt jetzt? Weil einfach die Steuerung so ansteuert sein muss. Totaler Mist. Also am besten war dieses Kristalle einsammeln. Boah, das, jedes Mal hielt das Spiel kurz an, wenn man diese... Das ist kein Spiel, das ist ein Folterwerkzeug gewesen. Aber wir hatten die Gipfelfahne und wir konnten damit endlich unser Bumm-Speicherwerk in Betrieb nehmen. Das war ein schöner Erfolg. Und jetzt haben wir einen Ferrari aufzutanken. Um unseren Ferrari oben auf dem Berg. Warum Ferrari? Nee, der Ferrari war ja unten. Der war unten. Ja, auf dem Berg war die Gipfel und das Bumm-Speicherwerk. Und die ganzen netten jungen Bayern waren auch unten. Genau, die haben, dann alle so gemacht. Genau, das war schön, das hat mich gefreut. Ja, ja, aber kein Mensch spielt es nie. Bitte, bitte tut mir den Gefallen, spielt es nie. Ja, jetzt sagt dein Erfolg an. Ja, mein Erfolg ist auch aus DayZ zu sagen, das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, aber dieses Fahrrad hat mich schon... Dieses Fahrrad hat dich glücklich gemacht? Ja, das fand ich schon ziemlich lustig. Ich fand es besonders schön, wie der Zombie dich geschubst hat. Das hat mir gefallen. So, wir spielen Virtual Racing. Ich fühlte mich jetzt etwas abgewürgt. Du kannst gerne weiterreden, nur wir müssen hier auch mal irgendwann was machen. Ja. Du bist der Einsteller. Okay. Ja.
Beginner ist, glaube ich, richtig. Ja. Drück mal A. Macht auch nicht so viele Runden, 5 reichen. Unter 5 reichen? Start musst du drücken. Einfach Start, drück mal Start. Achso. Ja, nicht, so wie fährt man jetzt? Der funktioniert super. Den musst du nicht malträtieren. Fährt man mit A? Der ist 20 Jahre alt. Nee. Ja, man fährt mit A. Nee, mit B. Mit also, B. Ich fahre mit A. Nee, ich fahre. Achso. Ich halte nochmal an mit A. Achso, nee, ja, ist okay. Nee, fahr ruhig. Und? Ich habe eh nicht vorzugehen. Danke. Also ich hab's nicht. Ich hätte es schon. Oh. Ich würde schon gerne gewinnen, aber ich hab nicht. Ich hab dich gerade geschubst. Die Fähigkeiten. Sag einfach, du glaubst nicht. Die Fahrigkeiten, meinst du? Ja. Oh, das Spiel ist aber ganz schön schnell, kann es sein? Ja, also es kommt ein. Also das Geschwindigkeitsgefühl ist. Ja. Wieso fährt er denn jetzt nicht? Du musst die richtige Taste drücken. Oh, guck mal, ich kann hier die Dings wechseln. Das machst du die ganze Zeit schon. Ja. Meinst du so hier? Oh Gott, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ah. Aber es ist noch schneller. Es ist ja, also man muss auch einfach sagen, auch wenn es jetzt nur hässliche Polygone sind, sieht es trotzdem. Es sieht irgendwie cool aus. Ich sieht cool aus und sieht auch gut aus. Aber ich bin auch ein verwöhntes. Du bist ein verwöhntes 2000er Videospiele-Kind. Ja. Und dabei bist du älter als ich. Also echt. Naja, die 2, 3, 4. 4 Monate. Nee, was? Nur November. März? November 8. Das sind 5 Monate. Ja, aber du hast doch Mitte, Ende November Geburtstag. Also ist das doch eigentlich der komplette. Wieso fährt er denn nicht? Weiß ich nicht, du musst beten. Ey, du hast doch auch Mitte, Ende März. Also ist es doch 1, 2, 4 Monate. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Schon vor 30 Sekunden oder so. Ich muss mich auf das Spiel konzentrieren. Dafür spielst du richtig gut. Ja, ich kann nicht so. Ich bin 90er Kind. Du bist ein 90er Kind, ja. Und Nick findet die Grafik schön, siehst du, Karin. Alles falsch, was du machst. Alles klar. Oh Gott! Aber ich finde es toll, dass man so schnell weiterfahren kann, direkt nach dem Drehen. Wenn man ich habe das Gefühl, die Räder drehen sich nicht. Die sind sowieso Vierecke. Also so Achtecke. Nee, sind ja auch Achtecke. Ist ja furchtbar. Wieso ist das furchtbar? Das ist total cool, dass sowas damals schon ging, obwohl das Spiel aus den 90, also Anfang der 90er ist. Da gab es ansonsten nur so Schwarz-Weiß-Grau-Spiele gefühlt. Ich habe überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl, aber wahrscheinlich ist das, weil ich gar nicht schnell fahre. Ich bleibe immer stehen. Wirklich? Rum. Nick, bestes Rennspiel, was du je gespielt hast? Oder Lieblingsrennspiel? Mm. Hast du schon gar nicht so viele gespielt in deinem Leben, aber... Naja, doch, einige. Ja, dann sag mal das Beste oder die Top 2 oder so, oder 3. Underworld 2 hat mir am meisten Spaß gemacht. Need for Speed? Ja. Underworld? Ja. Underground, ja. Genau, danke schön. Du weißt du, was ich meine? Ja, ich natürlich. Hab dich selber nicht gehabt, glaube ich. Habe ich bei einem ja Freund gespielt. Ja. Auf dem Computer? Nee, oder? Auf dem PlayStation. Auf der PlayStation. 2 dann. Ich, ja, genau. Okay. Ja, Underground 2 habe ich praktisch gar nicht gespielt. Ich habe Teil 1 wie ein Bescheuerter gespielt. Regie, was sagt sie? Was sagen Sie dazu? 2 auch? Hm. Na gut, bin ich der Einzige, der 1 so viel gespielt hat. Underground 1 habe ich nur kurz angespielt. Aber mein Lieblingsrennspiel ist ja tatsächlich bis heute und wird immer sein Need for Speed Most Wanted 1, also das Original von vor 8 Jahren oder so. Ja, das fand ich auch sehr. Das war brillant, das habe ich auf dem PC gespielt, 100 Stunden. Und was haltet ihr von Gran Turismo 4? Gran Turismo 4? Hast du das auf der PlayStation 2 mal gespielt? Nee, Alex spielt das dauernd. Ach so. Der mag das voll, der hat alle Autos freigespielt. Alle Autos bei Gran Turismo? Das hat doch 600 oder so. Ja. Oder 400 ja, oder das so. Ist das exklusiv, bin ich in der Box. Ja, mein Problem mit Gran Turismo ist, dass es... PlayStation-exklusiv ist und du nein, eine PlayStation nein, dass es ein realitätsnahes Rennspiel. Und ich gebe zu, da bin ich nicht so super drin. Das einzige Gran Turismo, was ich lange gespielt habe, war auf der PlayStation 1 der erste Teil. Also ich bin da ganz klassisch, ich habe seitdem nie wieder eins länger als... Ich habe auf der PlayStation 2 eins gespielt, ich weiß nicht mehr welches. Also das 24-Stunden-Rennen. Das aber nicht in Originallänge. Also man kann es ja auch in wirklich 24 Stunden spielen, also Le Mans. Kann er ja in die Kommentare schreiben und er schreibt ja sowieso nichts. Ach Alex, schreib doch mal was. Hey! Da, klar. Alex kann schreiben. Alex kann tatsächlich schreiben. Ey. Ich habe dich gerade gerammt, Karin. Achso, ich habe das gar nicht mitbekommen. Doch, doch. Ja, vier Gewinn spielen kann er auf jeden Fall. Vier Gewinn kann er. Das war, hätte ich auch noch vorhin beim größten Fail nennen können. Ja, ja, ich denke auch. Aber mein größter Erfolg bei vier Gewinn war, dass ich es fast geschafft hätte, diesen Meister zu besiegen. Fast, ja. Fast, apropos Meister, wo ist eigentlich Norbert? Keine Ahnung. Ja, aber jetzt definitiv der Meister zu spät kommt. Live-Schalte. Da hinten oben. Da? Ja. Okay. Die folgenden Ereignisse finden zwischen 16 und 16.30 Uhr statt. Alle Ereignisse wurden leicht dramatisiert. Musik
ist schweinegefährlich, was Norbert da gerade macht. Was wir hier machen, ist Pinball. Oh, geht schon los? Ja, es geht los. Wie steuere ich denn? Ich weiß es nicht. Na, die. Da, Schläger. Du machst doch irgendwas. Aber nur wenn ein Ball raufkommt, oder? Spielst du überhaupt? Weiß ich nicht. Das ist eine Demo. So. So. Dann lass uns mal. Weil das war nämlich schon der Endkampf, glaube ich. Ja, ich glaube, da kommt man nicht am Anfang hin. Ja, mach du mal. Nee, spiel doch ruhig jetzt. Na, wie bewege ich die denn? Jetzt musst du erstmal die Pinball abschießen. Und so. Ja, genau. Nein, du musst länger, glaube ich, den aufladen. Also, ihr fragt euch jetzt, warum wir gerade nicht mehr. Wie heißt das? Virtual Racing spielen? Genau. Nick meinte, kein Bock drauf. Richtig. Aber wir hätten jetzt ansonsten nochmal gespielt, Nick und ich. Nachdem Karin schon mich so glorios besiegt hat. Du bist runtergefallen. Was mach ich denn? Du hast. Nee, jetzt drückst du, spielst du weiter, der nächste Ball. Ich glaube, ich kann auch noch spielen. Als Nick dann meinte, wir können ja mal gucken, was wir noch für Spiele haben. Pinball, Karin. Ja, Pinball will ich spielen. Okay. Hier, bitte sehr. Da. Jetzt auf einmal da die Schläger. Aber ich habe mal keinen Einfluss auf den. Natürlich, du kannst doch die Dinger da steuern. Ja, aber der macht ja, was er will. Naja, das ist Pinball. Du musst im richtigen Moment die Schläger drücken, damit der im richtigen Winkel abprallt. Richtig. Wenn es einfach wäre, gäbe es ja keine Bundesliga im Pinball. Ach, denkst du Bundesliga? Natürlich nicht, das ist ja totaler Quatsch. Mann, warum erzählen die Leute immer alles richtig auf jeden Scheiß? So wie Norbert, der Jahre vorgemacht hat, er hätte keinen Führerschein. Ja. Und die ständig durch die Gegend gefahren hat. Karin immer mit Angst verzerrt im Gesicht auf der Rückbank. Oh Gott, was passiert hier? Ah, das ist super. Ja, es läuft doch ganz gut, oder? Ja. Wo kriege ich denn Punkte? In dem du irgendwo gegenkommst halt. Genau, du musst da oben die ganzen Sachen färben und. Wann ist das Spiel beendet, Nick? Sag mal, das ist beendet, wenn du durch bist. Also ich glaube, wenn du durch bist, danke. Also wenn du viermal runtergefallen bist, gestorben bist. Also du, ich glaube, du musst. Ist Open End, also du sammelst das Highscore. Du sammelst Punkte. So genau, und es gibt halt auch gewisse Level, du kannst halt auch aufsteigen im Prinzip, wenn du da oben die Köpfe besiegst, glaube ich. Aha. Dann schaltet sich was. Große Köpfe. Ganz oben. Da kommst du nie hin. Danke. Ich setze mich mal ein bisschen gemütlicher hin. Du bist nicht sehr motivierend. Anders als der kleine Logi. Als der kleine Logi? Ja, das war ja niedlich. Du musst weiter spielen. Ja, Vorsicht, dann gleich zwei Blöcke noch. Ja, einer noch. Dann hast du irgendeine Stufe. Dann hast du irgendwas geschafft. Das ist super verwirrend. Und weil es keine Steam Achievements dafür gibt und auch kein Gamerscore, hat man überhaupt nichts davon. Weil wir spielen ja heute Tag Spiele nur noch deswegen. Ja, jetzt musst du alles noch einfangen. Genau. Ja, jetzt musst du alles noch. Du musst überall noch einmal rüber. Genau. Das muss alles orange werden. Ist alles blau. Orange. Hä? Und es leuchtet halt orange-blau-rot. Siehst du, du hast doch da ist oben noch so ein bisschen. Genau. Ein Feld fehlt noch. Ja! Ja! Schön! Und jetzt ist es fertig oder was? Ja, jetzt musst du noch den Kopf da. Du kannst genau, der Kopf da und dann müsstest du 10 Etage höher kommen. Oh Gott! Aber wie lange du überlebst? Ich sag das so überraschend. Tut mir leid. Das ist nicht besonders, aber egal. Ja, das haben wir in der Schule früher, also die Windows-Version haben wir immer gespielt, ne? Pinball 3D. Verdammt. Ach, da unten geht dann immer was kaputt. Genau, das sind die. Deine Leben. Deine Leben, ja. Das sind die Schaltkreise da unten. Bist du welcher Zahl, muss ich das denn hier aufladen? It's over 9000! Bis du denkst, dass du fertig bist. Okay, ich denke. Bis du das Gefühl hast, dass du glücklich damit bist. Ebenso. Achso, fertig. Karin, ganz vorsichtig. Gleich explodiert das Mega Drive. Bitte nicht. Das wäre so schade. Das wäre wirklich schade, dann gibt es keine Retro. Das schleißt. Ja, die Igel kannst du, glaube ich, auch abschießen, dann kriegst du auch. Regie haben wir eigentlich auch ein SNES zugänglich. Für Retro-Let's Plays? Ah, die Regie nickt. Das ist gut. Ein was? Ein SNES? Ein SNES. Ja. Nur Super Idioten nennen es SNES. Super Nintendo Entertainment. Ich habe SNES gesagt, so wie man es nennt. Ja, das ist schnell gesagt. SNES. Manche sagen auch SNES. Man kann es doch einfach aussprechen. SNES? Nein, Super Nintendo Entertainment System. Ja, das dauert so lange. Nein. Quatsch. Das dauert so lange. So, mach jetzt mal unbedingt einen Kopf noch. Was ich schön finde an alten Konsolen ist, dass. Was ich schön finde an alten Konsolen ist, dass die immer bei den Spielen den Namen der Konsole im Titel der Spiele tragen.
Mag ich total gerne. Das macht ja die Wii U auch gerade wieder. Ja. Zombie U und Mario, wie heißt das New Super Mario Bros. U? Heißt es U oder Wii U? U, glaube ich. U, oder? Ja. Finde ich schön, dass es das wieder mal gibt. Früher war das ja auch so. Beim Super Nintendo heißt ja wirklich jedes Spiel irgendwas mit Super. Finde ich total toll. Können wir mal eruieren und das dann bei unserem nächsten Retro-Let's Play machen. Bestimmt nicht jedes Jahr die meisten. Ja, es ist wirklich unfassbar, wie viele, allein hier auf dem Tisch liegen so viele tolle Spiele von N64. Das heißt zum Beispiel Blast Cop, da ist nichts mit 64. Ja, Super Mario 64, verdammt, ich habe hier wenige, die irgendwas mit 64 sind. Ja. Okay, ist ein schlechtes Beispiel gewesen, aber die wissen, was ich meine. Genau. Ich finde das gut, da konnte man im Laden, konnten die Eltern, die ja heutzutage meistens nicht wissen, PlayStation, Xbox, ne? Ich ist das eigentlich alles dasselbe? Das Wort wieder da. Es kommen drei Wörter, glaube ich. Oh, was? Echt jetzt? Was verstand da gerade? Ich habe mich... Keine Ahnung. Danger oder so. Danger Zone. Welcome to the Danger Zone. Ja, was wollen wir eigentlich in der nächsten Folge spielen? Nähert sich an dem Ende? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Nerd Raider bis dann wieder da ist. Und meinst du, das schafft er? Der kann doch nichts. Ich glaube, der ist ein ganz großer. Der hat sich... und so schön durch die Wüste geschlagen. Ich hoffe auf Bomberman. Okay. Ich würde sagen, Bomberman wird. Jetzt ist das schon wieder so ein Dreieck. Vielleicht bringt das uns mit. Fängt wieder von vorne an, oder? Oh. Nee, das ist. Da kann man das gar nicht gewinnen. Nein, das in der Mitte da ist ein Bonus-Ding. Das kannst du auslösen, wenn du die 8 Felder oben ausfüllst. Dann gibt es halt Bonuspunkte. Das ist halt ein Pinball-Spiel. Ist halt ein Pinball-Spiel. Es geht alles um Punkte. It's all about the game. The game is about the game. Jetzt mach mal da die drei Buchstaben noch weg. Ja, jetzt mach du immer. Mach doch mal jetzt noch die Buchstaben da weg. Karin. Guck mal, der hängt da immer drin. Nee, das war jetzt nicht gut. Du sollst da oben bleiben. Ja, schön. Jetzt musst du noch einfärben. Einfärben? Ja, fährt mal ein. Ja, jetzt los. Ja, mach mal ja. Und jetzt hat das er. Ja. Oh Gott, wie man abgeht bei so einem Spiel. Also ich gehe gar nicht. Du gehst gerade überhaupt nicht ab. Das finde ich ein bisschen schade, Karin. Du musst mehr diesem Geist der alten Spiele. Saugen ihn auch. Du musst dich voll und ganz hingeben. Die Siedler 2 spielen sollen. Vielleicht ja, auch das können wir ja vielleicht mal. Stimmung. Karin. Ja, Karin. Siedler 2. Bist du demotiviert? Karin, was hältst du von einer Partie Siedler 2 Splitscreen am Computer Let's Play? Was? Einer und ja, wir können Splitscreen. Siedler 2 kann man im Splitscreen spielen, zu zweit auf einer Insel. Dann siedelt man nebeneinander. Das ist ziemlich cool. Aber gegeneinander, man spielt quasi. Naja, man muss sich ja immer nicht bekämpfen. So. Kann man sich ja absprechen. Oh, ja, toll. Ja? Können wir mal machen. Ja. Machen wir mal in unserem Retro-Reihe. Jetzt komm, kümmere dich endlich um das. Jetzt mach das R noch weg. Karin, jetzt mach das R weg. Ich will ja. Ich meine es langsam ernst. Langsam ist es nicht mehr witzig. Nein, knapp. Jetzt kommt es wieder nach unten. Muss hoch. Es wäre jetzt. Guck mal, aber da Vorsicht. Ist. Es wäre jetzt voll der schöne Abschluss für die Folge, wenn du das noch schaffen würdest. Ja, wäre, hätte, könnte. Bestimmt. Hätte, Fahrradkette. Um mal einen weisen Mann zu zitieren. Der da war? Da irgendwas mit. Nachher geht Nerd Raider wieder. Weil wir ihn zu lange draußen warten haben lassen. Ja. Ja! Muss sie? Ja, nach oben geht's weiter. Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir sehen. Okay, dann versuch mal jetzt weiter nach oben zu kommen. Da, siehst du, jetzt kommst du da nicht hoch. Vorsicht. Theoretisch kommt sie da hoch. Kommen da immer neue eigentlich raus von diesen Köpfen? Jetzt ja, aber. Na gut. Das kann sie noch umstürzen. Ich würde sagen. Oh, das ist eine Sprungschanze. Versuch mal, dich noch zu holen. Was ist da, guck mal, das ist doch so eine Sprungschanze. Muss von unten. Ja. Das sah gut aus. Ja. 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 Genau, den musst du jetzt besiegen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh Gott. Was ist denn das für ein Ding? Dagegen hauen halt. Mit dem Ball. Boah, das sieht aber gerade ganz schön gefährlich aus. Was läuft denn eigentlich für eine Mucke im Hintergrund? Heavy Metal. Naja, aber was? Das ist doch Heavy Metal. Kennt das jemand? Wie heißt das? Ich hab keine Ahnung. Kryo? Nee. Verdammt. Krüball. Krüball. Krüe. Klingt irgendwie französisch. Krüebolle. Oh Gott. Wir haben uns schon vollkommen überzogen, oder? Karin, das machen wir alles nur für dich. Damit du hier die Chance hast, und damit du dieses spannende Spiel sehen kannst. Krüeball. Le Bolle. Das ist das Ding hier in der Mitte. Das kann nein, du kannst da, wenn du von unten dagegen haust, ist das ein Sprungschanze. Ich denke, da kommst du direkt nach oben, damit du zum Ende kommst. Aber ich komme ja nicht mehr runter. Du kannst es ja versuchen. Guck mal, das. Ja,
Oder du gehst halt hoch, aber hoch oder runter. Aber nicht so in der Mitte da. Vor allem nicht da drin. Ja, was ist das? Okay, da kommt alles Mögliche raus. Hä, Sonic-Kabel? Sonic war nochmal. Jetzt ja. Ja, nein. Gut, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wir machen hier. Du kannst es gleich zu Ende spielen, wenn wir die Folge genau haben. Du kannst das geht gar nicht, weil direkt eine Minute später startet die nächste Folge nicht. Ja. Ist ja hier live alles. Ist ja alles live, ist ein Livestream. Okay, also, wir sehen uns in Folge 4. Bis dann. Bis dann. Ich denke auch.